Ja, Jungs, und Servus zurück auf Football. Und wie gesagt, wir kommen heute zu einem neuen Video, und zwar kommen wir heute zu einem bisschen anderes Video, und zwar kommen wir zu einem Real Talk. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal die Zeit und erkläre euch oder werde euch mal so ein bisschen zeigen, oder sagen wir es mal zeigen, sagen wir es mal nicht, sagen wir mal erklären, wie das Ganze hier weitergeht, was ich hier noch mache heute. Die Woche habe ich ja zu Hause, beziehungsweise Homeschooling. Einige von euch werden das ja sicherlich auch mittlerweile haben. Durch Corona. Und ja, wie sieht das bei mir folgt aus? Wie gesagt, unter der Woche wird mal ab und zu mal immer hauptsächlich vielleicht spätabend vielleicht mal ein Stream kommen, mal gucken ab und zu. Wie gesagt, ich versuche die ein oder anderen Videos hochzuladen. Wie gesagt, es steht ja noch der Footy Ox Cup und alles weitere an. Aber ich habe aber Punkte vorbereitet, über die wir heute reden wollen. Und ja, die ein oder anderen Punkte, die ihr ja manchmal auch im Stream gefordert habt, sind natürlich auch darunter berücksichtigt. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal mit Punkt 1 ab. Ja, Punkt 1 wird die Roomtour des Gaming Rooms sein. Viele von euch haben gefragt, wann kommt sie endlich? Wann mache ich sie? Wann lade ich sie hoch? Sie wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Ich werde, wie gesagt, ihr werdet mitbekommen, dass ich mit Nils Dorasky geplant habe am Freitag, Samstag und Sonntag. Zocken wir Weekend League. Mal gucken, ob er Weekend League zockt. War ein bisschen frustriert vom Game. Aber ja. Das sollte eigentlich von der Roomtour sein. Deswegen, die Roomtour wird das heißt, nächste Woche kommen. Ich werde die am Wochenende mit Nils zusammen drehen. Ich hoffe, es wird nice. Werde die dann im Laufe der Woche schneiden. Ich denke, die mal so auf Dienstag, Mittwoch wird die dann nicht online kommen. Ich lasse mir, denke ich mal, da was Kreatives einfallen. Da ja viele von euch gefragt haben, wann kommt sie endlich. Ihr wolltet sie aussehen. Ich hatte ja mal eine Abstimmung auf Instagram gemacht. Ich dachte mir, naja, komm, nutzt die Gelegenheit. Habe ich einen Kameramann mit Nils an meiner Seite. Und ja, meinen fertigen Room hat er ja nicht nur nicht gesehen, hat noch nicht beim neuen PC gesehen, dass wir da alles auch erst am Freitag sehen. Also ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Punkt 2. Ja, Punkt 2 wird der Footy Ox Icon Cup sein. Ja, ihr habt mitbekommen, ich mache den Footy Ox Icon Cup zusammen mit dem Golden Ochsen. Ist natürlich unten verlinkt. Grüße gehen raus, wie gesagt, wir machen zusammen den Cup, wo jeder Teilnehmer, wir sind insgesamt 12 Teilnehmer, jeweils 6 in einer Gruppe, 4 kommen davon immer weiter, aber habt ihr alles schon im Ankündigungsvideo erzählt, will ich jetzt hier nicht drum herum reden. Ja, das kommt natürlich auf meinem Hauptkanal auf YouTube, da ja einige wissen, dass ich auch auf Twitch mache, dazu kommen wir gleich in Punkt 3, aber ja, FootyOx Eigenkar wird so lange durchgezogen. Es gibt zwar die ein oder anderen Spezialisten, die hier das Video nicht hochgeladen haben, nicht rechtzeitig oder so ein bisschen gestaubelt haben, aber ich sollte, ich denke mal, bin zuversichtlich, dass es ab dem zweiten Spieltag dann in vollen Zügen bzw. in Regelmäßigkeit jede Woche von jedem ein Video gibt, so dass ihr dieses Footy Ox Icon Cup Ding natürlich auch verfolgen könnt. Ich werde unter anderem später im Zeitpunkt auch nochmal eine Tabelle veröffentlichen auf Instagram. Ich denke mal, das werde ich Sonntag machen, wenn der zweite Spieltag komplett durch ist, wenn ich alle Ergebnisse habe, damit ihr dann auch schon mal seht, wie sieht es dort aktuell aus. Zweiten Spieltag kann man nicht sagen, wer in der 4 ist, gibt ja Hin- und Rückspiel in jeder Woche gespielt. Das heißt, 6 Punkte-Möglichkeiten in der Woche. Finde ich, ist eine gute Lösung, dauert nicht so lange. Zieht sich nicht so lange und ja, dann würde ich sagen, mal gehen wir weiter zu Punkt 3. Ja, weiter geht's zu Punkt 3, und zwar wird Punkt 3 werden Twitch plus F1 Liga. Wie ihr mitbekommen habt, der gute Adrian veranstaltet eine F1 Online Season. Ihr könnt dort auch gerne mitmachen. Ich verlinke euch mal sein Instagram unten in den Kommentaren. Checkt das sehr gerne ab von ihm. Ist ein cooles Ding, würde ich sagen. Ja, ein paar Plätze haben wir noch frei. Mercedes, also ich bin aktuell Mercedes-Teamchef, werde das auch in der nächsten Saison bleiben. Haben wir unter anderem schon einen neuen Fahrer gesichert. Das soll der gute Enrico sein. Bin ich mal echt gespannt, wie wir als Teamkollegen, Teampartner, da wir meine ersten beiden Teamkollegen, ja, na klar, nie so erfolgreich waren, beziehungsweise mein einer besonders. Aber egal, darüber sind wir jetzt hinweg. Ja, was hat das Ganze mit Twitch zu tun? Und zwar ist ja Twitch mein Zweitkanal mittlerweile geworden. Ich streame nicht so häufig auf Twitch, ist mir auch mittlerweile aufgefallen. Deswegen habe ich mir überlegt, damit es eine Regelmäßigkeit gibt, wir werden wahrscheinlich immer zwei Rennen am Wochenende von Samstag und Sonntag jeweils um 20:50 Uhr Rennen ab der zweiten Saison. 18 Minuten Qualifying, denke ich mal, ist eine coole Sache. Und da habe ich mir überlegt, nutze ich meinen Zweitkanal auf Twitch und werde das Ganze auf Twitch streamen. Das heißt, jedes Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen auf Twitch. Es wird gestreamt die ganze Saison durch, solange ich dabei bin. Ich hoffe, da bin ich noch lange dabei. Und ich denke mal,
Ja, hab auch Bock, das Ganze zu verfolgen. Deswegen folgt mir sehr gerne auf Twitch. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, mehr will ich eigentlich zu diesem Twitch-Thema nicht sagen. Wie gesagt, auf Twitch werde ich auch ab und zu mal FIFA streamen, wenn wir mal Bock haben. Aber hauptsächlich kommt alles, was FIFA ist. Sprich Ulti, sprich Karriere, alles möglich kommt auf YouTube. Es kommen nur andere Spiele wahrscheinlich auf Twitch. Ja, okay, ich bin halt ein FIFA-Suchti. Reden wir mal nicht rum. Aber ja, das soll es eigentlich von Twitch und von der F1 Season gewesen sein. Kommen wir zum ganz schnellen Punkt aus Punkt 3. Punkt 4, sorry. Ja, kommen wir zu Punkt 4. 4.4 wird der Karrieremodus sein. Gerade schon angesprochen. Den werde ich auch auf YouTube streamen bzw. Videos bringen. Videos weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie wir es machen, mit wem wir überhaupt eine Karriere machen. Aber wann kommt dieser Karrieremodus? Er kommt nicht jetzt, er kommt nicht die nächsten Monate, er kommt nicht die nächsten Monate. Er kommt zum Ende von FIFA wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr ist es bei mir so, dass mein Karrieremodus-Feeling für YouTube-Videos, für YouTube-Streaming erst am Ende von FIFA jedes Jahr kommt, kurz bevor das neue FIFA rauskommt. Deshalb Karrieremodus, falls ihr dort Interesse habt, bei mir Karrieremodus zu sehen. Ja, aber erst Ende von FIFA. Das soll dann klargestellt sein und deshalb ja, machen wir einen kurzen Punkt, machen wir einen Haken dran, wir gehen weiter zu Punkt 5. Ja, Punkt 5 Ultimate Team. Ja, Ultimate Team aktiv, Ultimate Team Zocker, aktiv Weekend League Zocker mittlerweile. Führen wir weiter, alles auf YouTube, wird alles gestreamt auf YouTube und ja, deshalb würde ich sagen, brauche ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Ja. Was ich sagen will, Ultimate Team, wie gesagt, YouTube-Videos werden dort auch ab und zu kommen. Es werden keine, falls ihr euch fragt, warum nehme ich keine SBBs auf? Erstens, ich bin kleiner YouTuber. Zweitens, ich gebe kein Geld in dieses Spiel aus. Drittens, ich will meine Spieler, die ich ziehe, beziehungsweise die ich habe, nicht verlieren. Und viertens, gucke ich mir gerne solche Sachen bei anderen YouTubern an, die das contentmäßig machen. Aber ich werde keine SBBs machen. Und ja. Das soll auch soweit klargestellt sein, da ja einige fragen, ja, wollen wir mal ein SBB aufnehmen? Nein, ich nehme keine SBBs auf. Ich werde mich speziell nur auf Ultimate Team Zocken konzentrieren. Das heißt, Weekend League Division Rivals eher weniger, aber Weekend League hauptsächlich Spieler zocken. So ein Ding. Ja, dann geht's weiter zu Punkt 6, der euch bestimmt interessieren wird. Ja, Punkt 6, wir sind angelangt und wir sind bei den Community-Turniers. Ja. Wir haben hier einige Fragen, ja. Wann mache ich das nächste Community? Wann will ich mal wieder anstreben, meinen Community Cup zu machen? Vielleicht nächste Woche. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwie Bock, mal mit euch wieder mal ein Turnier zu machen. Bin ich ehrlich. Und deshalb könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer hat Bock auf ein Community-Turnier? Wer will mit dabei sein? Ich denke mal, es wird in Ultimate Team stattfinden. Ihr habt zwar auch gefeiert, mal so ein EM-Turnier zu machen. Vielleicht kriegen wir das ja von Ende von FIFA hin, wo einige andere mehr Zeit haben. Da können wir vielleicht auch mal so ein großes FIFA-Turnier machen, wo auch mehr Teilnehmer, dass wir vielleicht alle Mannschaften aus dem EM-Modus mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, Community-Turnier, wie immer eigentlich die Regeln. Ich werde die Regeln, wie gesagt, eh nochmal auf Instagram oder so wenigstens verkünden. Aber ich denke mal, hauptsächlich maximal ein 188er-Team würde ich sagen. Ich passe das jetzt einfach mal so an mein Team an, damit auch ihr eine Chance habt, euer Team zu spielen. Deswegen würde ich sagen, 188er Team. Erst, also es steht noch nicht fest, was jetzt hier für Regeln konstant festgelegt werden. Ich würde jetzt erstmal hier aus dem Bauch hinaus sagen, 188er Team, 100, 188er Team ohne Bank. Und ja, ich würde sagen, auf der Bank machen wir mal Ausnahme, machen wir einfach mal 86, machen wir mal 86 Plus Spieler, also ist egal, ob da jetzt noch Bronze oder so da ist. 86 Plus, da ist schon maximal 86. Sorry, dass ich jetzt wieder falsch ausspreche. Maximal 86 auf der Bank. Und ja, ob ihr da Bronze drauf macht, ist mir eigentlich relativ egal. Ihr dürft immer dreimal wechseln. Also sei es drum, wollen wir uns jetzt mal mit den Bronze-Karten nicht aufregen. Da muss ich wieder alles nachgucken. Ja, der jetzt keine Bronze-Teams. Ach komm, maximal 86 auf der Bank. Und ja. Einen bestimmten Spieler müsst ihr jetzt nicht drin haben. Aber das wird das wird viele YouTuber bestimmt interessieren. Was habe ich jetzt geplant? Deswegen Punkt 7. Ja, Punkt 7. Neuer YouTube Cup. Ihr werdet jetzt gespannt sein.
Hat der nicht schon ein YouTube-Turnier gerade am Laufen? Ja, habe ich. Das werde ich auch zu Ende machen. Das werde ich zu Ende durchziehen. Werde den Preis dann natürlich übergeben bzw. schicken. Aber was soll dieser neue Cup bewirken? Ja, ich weiß noch nicht, ob er bestimmt stattfinden wird. Da muss ich mich nur mit einer Person in Verbindung setzen, der das letztes Jahr ausgetragen hat. Und zwar war das der gute Epic FIFA. Der hat einen Epic Icon Cup gemacht, wo jeder eine Icon drin hatte. Es gab fünf Teambuilding vorhin, jeweils ein Silberteam drumherum gehabt, einen Starspieler gehabt. Und das war in demzufolge eine Icon. Ich würde es dieses Jahr sogar so machen, dass ihr einen beliebigen Starspieler haben dürft. Das heißt, ihr könnt euren Ronaldo, euren, weiß ich nicht, wen ihr gezogen habt, Salah oder so nehmen, aber nicht, dass jeder den gleichen nimmt. Ich glaube, da werden wir uns auch verständigen, dass jeder einen anderen Spieler als Starspieler nimmt. Und ja, vielleicht findet das ja statt, wenn ihr das seht, Philipp. Vielleicht schaut ja die ein oder anderen YouTuber hier das Video zu Ende. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Oder schreibt halt gerne mal in die Kommentare euer Instagram-Namen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr YouTube macht, wie gesagt, aktiv YouTube machen, weil ich will jetzt hier keine, ich sehe jetzt also keine YouTuber haben, die jetzt hier unregelmäßig Videos oder so bringen, weil ich will dann doch schon dieses Turnier komplett so durchziehen, dass jeder aktiv YouTube macht, dass jeder auch aktiv Videos bringt. Beziehungsweise auch mal ab und zu streamen. Manche streamen ja hauptsächlich und bringen selten Videos, aber dass ja auch Videos schneiden können, nicht so, dass jetzt hier einer keine Videos schneidet und da jetzt hier einfach irgendwas kristallisiert, dort irgendwie 2-Minuten-Video oder so. Also das sollte dann schon ein richtig geiles Turnier werden, aber dort setze ich mich, glaube ich, nochmal mit Apple FIFA zusammen. Ich und Ochsen hatten wieder die Idee gehabt. Ich hatte Bock, weil wir haben unser Turnier ja jetzt so, dass viele Undiszipliniertheiten da drin waren, aber. Naja, egal am Ende. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr auf so einen, wenn ihr das seht als YouTuber, ihr habt Bock, schreibt mir sehr gerne. Dann würde ich mal sehen, wie viele Teilnehmer wir zusammenkriegen. Ich tendiere mal eher auf zwei Gruppen, je vier Mannschaft Teilnehmer, also acht. Und ja, wenn ihr Bock habt, meldet euch sehr gerne und dann würde ich sagen, kommen wir zum Beendigen des Videos. Ja, so, das war's von diesem Video. Wenn es euch natürlich immer gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da, aktiviert seine Glocke. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wie gesagt, Road to 200 Abos wollen wir eigentlich noch knacken. Knacken sage ich schon, wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns spätestens morgen im Stream wieder. Du hast Stream mit mir jetzt. Vielleicht sollten wir beide übergehen. Vielleicht, naja, erster bist gerade zu strugglen. Aber ich würde sagen, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao. Open heavens, let it pour. You can love me again.